Wir haben relativ gut gemacht in der ersten Halbzeit mit Ballbesitz und Kontermöglichkeiten. Aber ich muss mal sagen, der Gegner hat viel Ballbesitz in der zweiten Halbzeit und die haben richtig gut gemacht mit Gegenpressing bei uns. Wenn wir zum Beispiel, wenn unser Torwart hat den Ball, die haben richtig gut gemacht und war richtig schwer für uns, für ganz ruhig zu spielen und Ballbesitz zu haben. Und deswegen, wir haben viel lange Bälle gemacht und viel Diagonalbälle gemacht und ja, ich bin sehr glücklich am Ende, dass wir 3 Punkte geholt haben. Ja, in dem Moment, das ist, ich habe vorher gesagt, das ist eine Mentalitätssache und ich denke für mich persönlich, ich bin mental stark, das ist eine Stärke von mir. Und ja, bei der zweiten, ich habe Selbstvertrauen, dass ich mag der zweite. Ja klar, jedes Spiel, wir können immer wieder besser machen und ja, jedes Mal, wir machen Videos 2 Tage nach dem Spiel und wir gucken, ob wir, was wir besser können in den nächsten Spiel machen. Und ja klar, wir haben ein paar Situationen, dass wir viel zu einfache Bälle verlost. Und ja, du hast das gesehen beim zweiten Tor, glaube ich, Ja, ganz einfaches Tor für die Gegner. Und ja klar, in dem Moment, wir müssen besser mit diesen einfachen Bälle scharf zu spielen auf uns und ja, muss Konzentration in dem Moment bleiben. Sehr emotionales Spiel gewesen. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Respekt am Anfang vom VfB Lübeck gehabt. Da muss man schon sagen, dass die erste Halbzeit auch das Tor dann auch total verdient ist für Lübeck. Dann kriegen wir schon 2 Geschenke in Form von Fehlern von Lübeck, die wir aber eiskalt nutzen. Und dann steht es 2-1 für uns. Kriegen wir relativ schnell auch da wieder das 2-2. So, und dann geht es mit 2-2 in die Halbzeit. Und ich habe den Jungs halt auch gesagt, wir haben eine Phase überstanden, wo Lübeck deutlich besser war. Und das steht jetzt 2-2. Und zweite Halbzeit finde ich, das war eine ausgeglichene Partie, wenig Torchancen auf beiden Seiten und ich hätte mich für meine junge Mannschaft einfach gefreut, wenn wir mit einem Punkt nach Hause gegangen wären, beziehungsweise hier mitgenommen zu Hause. Und dann ja, gibt es in meinen Augen zwei, drei Entscheidungen der Schiedsrichter, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Welche zum Beispiel? Also für mich die Entstehung und der Elfmeter, der erste, weiß ich nicht, ob man das geben muss. Also diese Handregel ist in der Fußballbranche, glaube ich, überall umstritten und ich finde, wenn man aus 9 Metern einen Ball gegen die Hand bekommt, die jetzt ja nicht oben ist am Kopf oder sonst was, sondern er sich vielleicht schützt, dass er den Ball sonst ins Gesicht kriegt. Ja, finde ich zweifelhaft, aber es ist schwer, mit den Schiedsrichtern darüber zu diskutieren. In der ersten Halbzeit haben wir eine richtig gute Partie gemacht, finde ich. Wir gehen verdient 1-0 in Führung. Haben auch Möglichkeiten, dann vielleicht das zweite schon nachzulegen, wo wir nicht konsequent genug waren oder der letzte Ball nicht angekommen ist. Bringen dann den Gegner eigentlich, der bis dahin überhaupt keine Offensivaktion hatte, mit 2 Geschenken wieder zurück ins Spiel. Einmal nach einer Ecke, einmal mit einem Aufbaufehler hinten drin. Ja, so kannst du dann auch eine Mannschaft ins Spiel holen. Haben aber danach, finde ich, wieder, also vor allem in der ersten Halbzeit, dann gleich wieder den Faden gefunden. Machen dann verdient auch das 2-2 mit einem guten Schuss von rechts. Können auch noch 3-2 in Führung gehen vor der Halbzeit mit dem Freistoß und der anderen Möglichkeit. Ja, so geht es dann in die Halbzeit. Wir nehmen uns eigentlich vor, genauso weiterzumachen. Anfangs der zweiten Halbzeit, fand ich, hat es auch noch ganz gut geklappt. Da haben wir noch 1-2 Möglichkeiten rausgespielt. Ja, dann haben wir aber ein bisschen im Laufe der zweiten Halbzeit den Faden verloren, nicht mehr ganz so die Chancen rausgespielt. Und ja, das war dann ein bisschen so hin und her, nicht viele Torraumszenen oder irgendwas. Der HSV hatte eigentlich auch nicht die Torchancen, habe ich jetzt mal so gesehen. Und ja, dann kommt auf einmal die gelb-rote Karte. Ja, und die weckt uns dann mehr auf als den Gegner anscheinend. Ja, und dann haben wir nochmal 2, 3 gute Angriffe gefahren und kriegen dann den Freistoß am Strafraum. Ist dann natürlich auch Glück, dass wir da dann, also der erste Elfmeter war ja ein klares Handspiel, den verschießen wir dann auch noch, kriegen dann gleich den zweiten Elfmeter hinterher und machen dann das 3-2. Es ist natürlich glücklich am Ende, aber im Endeffekt, denke ich, haben wir schon hier heute einen verdienten Sieg eingefahren. Also, dass wir im Laufe des Spiels auf jeden Fall die bessere Mannschaft waren und deswegen haben wir uns da am Ende belohnt. Wenn du oben stehst, hast du öfter mal das Glück vielleicht und ja, deswegen sind wir da heute hochzufrieden, dass wir hier beim HSV 3 Punkte mitgenommen haben, weil der HSV hat immer eine gute Mannschaft und da musst du immer erstmal gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.